Leute, ich bin immer noch sprachlos. Ich bin sowas von geflasht. Ich muss dieses Video jetzt einfach abdrehen, weil ich habe gerade diese zwei Bücher hier beendet. Also sagen wir, ich habe gerade Türkisgrüner Winter beendet und gestern Nacht Kirschroter Sommer und das wird jetzt, glaube ich, echt keine anständige Rezi, weil ich habe diese Bücher einfach nur verschlungen. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war, aber ich glaube, es hat gar keinen Sinn, dieses Video zu drehen, denn ich bekomme eher kein Wort raus. Aber lest diese Bücher echt. Lest sie. Vorausgesetzt, ihr mag Liebesgeschichten, aber ich habe mit Band 1 angefangen und es war endlich mal wieder ein Buch, bei dem ich nicht bis zur Seite 50 lesen musste, um wirklich zu merken, okay, das Buch könnte mir echt gefallen. Es war wirklich so, von der ersten Seite an hat es mich mitgezogen und ich wollte gar nicht mehr mit dem Lesen aufhören. Ich habe sogar, wenn ich morgens früh aufstehen musste, habe ich bis 2 Uhr in der Nacht gelesen oder so, weil ich einfach zuerst mal zum ersten Teil. Es geht halt hier um Emily, die in Berlin wohnt und ihre beste Freundin zieht dann auch nach Berlin, weil sie ihr Studium in München abbricht. Und sie zieht da zu ihrem Bruder und ja, Emily und Elias, also Alex, ihre beste Freundin, Elias ist ihr Bruder. Ja, die beiden hassen sich seit ungefähr, glaube ich, 8 Jahren war es. Und ach, sie mag es einfach gar nicht, dass sie jetzt, wenn sie jedes Mal zu Alex geht, auch eindeutig in Elias Wohnung ist. Und irgendwann probiert Elias dann alles, um Emily doch noch für sich zu gewinnen. Und es stellen sich Sachen raus, die in ihrer Kindheit passiert sind. Und Elias ist so. Ich habe gelesen, dass eine auf Goodreads geschrieben hat, sie konnte das nicht mehr weiterlesen, weil das an körperliche Belästigung gegrenzt hat, was Elias gemacht hat, aber ich fand es einfach nur süß. Ich fand es echt süß. Und zu Band 2 werde ich gar nicht viel sagen, denn Band 2 beantwortet eigentlich alle Fragen einfach nur, die man sich im ersten Teil stellt. Und ich fand auch den zweiten Teil ein klitzekleines bisschen schlechter als den ersten Teil, weil im zweiten Teil der Charakter von Elias etwas sich ändert, sagen wir mal, und im ersten Teil hat mir sein Charakter einfach besser gefallen, aber trotzdem habe ich dem Buch 5 Sterne gegeben, weil ja, es hatte sie doch schon irgendwie verdient. Ich hätte auch 4,5 sagen können, aber auf Goodreads kann man eh nur 4 oder 5 geben und dann hätte ich sowieso aufgerundet auf 5 und ja. Ich höre somit, glaube ich, auch auf, denn zu diesem Buch gibt es genügend Rezensionen und ich wollte euch einfach nur mal meine ganz persönliche Meinung dazu sagen und lest diese Bücher. Ein riesiges Dankeschön noch an The Jojo Books, weil sie mir unter ein Video geschrieben hat, dass egal ob Winter oder nicht Winter, soll man mit Kirschroter Sommer sofort anfangen, denn das ist ganz egal, dass das im Sommer spielt, weil man sowieso dann nach dem zweiten Teil sofort lesen möchte und ja, so war das bei mir auch. Deshalb nochmal vielen Dank, denn wegen dir habe ich jetzt diese wunderbaren Bücher gelesen und ja, das war's auch schon. Bye.